Er ist einer der erfolgreichsten Biathleten Österreichs, Christoph Sumann, Olympia- und WM-Medaillengewinner und 11-facher Weltcupsieger. Heute ist er nicht als Einzelkämpfer am Start, sondern mit seinem Team beim WKO Businesslauf. Ich bin ja nicht zum ersten Mal dabei, sondern ich bin ein bisschen auch für den Betriebssport zuständig in der Firma und schaue, dass ich möglichst viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dazu bewegen kann, heute da am Start zu sein, und das ist mir eigentlich jedes Jahr gelungen. Anders als im Biathlon-Weltcup steht hier für die meisten die Leistung nicht im Vordergrund. Heute geht es einfach darum, dabei zu sein, Spaß zu haben und dann hoffentlich auch Spaß an der Bewegung. 760 Teams zu je 3 Personen sind heuer dabei, insgesamt 2300 Teilnehmer. Das Startgeld übernehmen die Firmen. Das Ziel? Sport als Gesundheitsvorsorge. Noch einfacher ist das für die Mitarbeiter, wenn der Chef selbst das Tempo vorgibt. Unser oberster Chef lebt uns vor, die Sportlichkeit. Und da wollen wir natürlich noch eifern und dabei sein. Gerade bei so einer Top-Veranstaltung mit heute wunderschönem Wetter freuen wir uns richtig drauf. Viele Leute da, mit denen wollen wir Gas geben. Laufen ist etwas, was man mit einem sehr geringen Zeit und auch finanziellen Aufwand betreiben kann. Es ist eigentlich die effizienteste Sportart, die ich kenne. Ein 4,6 Kilometer Lauf durch Linz. Der Sieger heißt dieses Mal nicht Christoph Sumann, sondern Rafael Lukacs. Er gewinnt den Businesslauf mit einer Zeit von 14 Minuten und 9 Sekunden.